Parashat Kitavo beginnt mit der Mitzwa von Bikurim. Bikurim, das ist die erste reife Früchte, das in die Erde von Eretz Israel gewachsen sind. Und von den Shivata Minim, von sieben Sorten, das Eretz Israel dadurch gelobt, so wie Granatapfel, Feigen, Oliven, Datteln, Trauben und so weiter. Der Landwirt, das arbeitet, die erste Früchte, das aufgewachsen, bringt er zum Kohen in Jerusalem, zum Beit HaMikdash. Sagt der Midrash, Asse mitzwa so, kedei shebizchuta tikanes le'eretz Israel. Der Verdienst von dieser Mitzwa, die erste Früchte zum Kohen zu bringen, so groß, dass wegen dieser Mitzwa, wir haben den Verdienst, nach Eretz Israel reinzukommen. Fragen die Kommentatoren von der Torah. Die Juden unter der Leitung von Joshua bin Nun nach Eretz Israel reingekommen. 7 Jahre hat gedauert, den Krieg zu erobern Land Israel. Nach 7 Jahren hat gedauert noch 7 Jahre. Aufteilen Eretz Israel zum 12 Stämme und jeder Stamm zum Familien und dann ein Los gemacht, wer bekommt was. Aufgeteilt Eretz Israel zum 12 Stämme, zum Familien, zum Privatperson, Herr Moshe, Herr David, Herr Jakob bekommt diese Dunam. Jetzt hat er erst ein Grundstück, das unter seinem Namen ist, das ihm gehört. Dann beginnt er einzupflanzen. Erste 3 Jahre, das Früchte bekommen, das ist Orla, darf man in den ersten 3 Jahren die Früchte nicht essen. 4. Jahr kommen Früchte, mag man essen, aber in Jerusalem. 5. Jahr erst darf er allein die Früchte essen und dann die erste Dattel, Granatapfel, Feige oder Oliven bringt er nach Jerusalem. Das bedeutet, wenn Joshua bin Nun mit Am Israel, mit Volk Israel nach Eretz Israel reingekommen, von dieser Sekunde bis den ersten Jehudi, den Bikurim, die erste Früchte nach Israel, nach Jerusalem zum Kohen gebracht, hat gedauert 7 plus 7, 14, plus 3 Jahre Orla, das ist schon 17, Netarebai 18, 19. oder 20. Jahr nach dem Eingang nach Eretz Israel, dass die Juden nach Israel einmarschiert, kommt diese Mitzvah zum Praxis. Und der Midrash sagt, mach diese Mitzvah, deswegen diese Mitzvah, hast du den Verdienst, nach Eretz Israel reinzukommen? Ich werde diese Mitzwa noch 20 Jahre später machen. Wie kann ich wegen dieser Mitzwa den Verdienst haben, Eretz Israel zu erobern und zu bekommen, wenn ich werde diese Mitzwa noch 20 Jahre später erst machen kann? So, was bedeutet dieser Midrash? Antwort. Der, das bringt die Früchte, der Landwirt, sagt der Mishnah, und die Torah schreibt das ganz klar, nicht nur bringt, mevi vekore. Er bringt, aber er muss etwas lesen. Er hält einen Vortrag. Und er bedankt sich zu Hashem über Eretz Israel, über Jerusalem, über Tempel, über alles, über dein Grundstück, das er hat bekommen von Hashem, über die Früchte. Und er bringt die erste Frucht. Higadeti ayom la Hashem Elokecha. Er beginnt zu sagen, ich sage vor Hashem. Was sagt er? Sagt Rashi. She'eini kfui tova. Ich bin nicht undankbar. Der erste Satz, das Yehudi in der Früh sagt, ist Modeani. Ich bin nicht undankbar. Ich danke dir, Hashem, dass die Seele ist zurückgekommen. Dankbarkeit ist die Basis für den ganzen Mensch, ist die Basis von der ganzen Glaube, ist die Basis von der ganzen Torah. Wenn ich habe Dankbarkeit an Hashem, dass er hat mir alles gegeben, dann muss ich halten, was er sagt, weil er hat mir alles gegeben. Er hat mir mich gegeben, das Leben, meine Frau, meine Kinder, Gesundheit, Parnassah, Geld und so weiter. Wenn ich habe keine Dankbarkeit an Hashem, sondern ich habe gearbeitet, ich verdiene, ich gewinne, meine Kinder, meine Frau, ich und mich für sich, dann glaubt der Mensch nicht. Er ist kein Gott. Ich habe gearbeitet, ich bin gescheit, ich bin Genie, ich habe gekauft und verkauft und ich bin super. Ich bin ein Engel. Ich bin die Beste.
sagt Gott, wollen sie Eretz Israel bekommen? Wegen der Mitzvah von den Früchten, von Bikurim, dass sie werden noch 20 Jahre einhalten kann, erst einhalten kann, aber sie werden akzeptieren, auf sich annehmen, dass sie werden die Mitzvah einhalten. Und die Mitzvah bedeutet in einem Wort Dankbarkeit. Ein bisschen länger, nicht undankbar zu sein. Das ist die Basis von der ganzen Welt. Und dass der Landwirt bringt die erste Frucht zum Kohen und sagt zu Hashem, ich bin nicht undankbar, ich bin dankbar zu dir und ich gebe zum Kohen, so wie du gesagt hast. Rosh Hashanah ist ein Tag, wo der Mensch muss denken über Dankbarkeit an Hashem. Bevor der Wünsche an Hashem einzureichen, ich brauche das und ich brauche die andere, zuerst zu Hashem zu danken. Zu danken über alles und langsam, langsam denken über so viele Sachen, das Gott hat uns gegeben. Nach der Dankbarkeit an Hashem kamen eine Liste von Wünschen einreichen. Hashem wird mit seiner Rachmanut, mit seiner Barmherzigkeit unsere Wünsche erfüllen und wird uns alle zum Shana Tova, Ktiva Vachatima Tova schreiben. Amen.